Mr. Chen, ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie froh ich bin, dass Sie meiner Einladung gefolgt sind. Eine Selbstverständlichkeit. Das sagen Sie so leicht. Nun ja, jetzt werden Sie wissen wollen, warum ich Sie hergebeten habe. Ich hoffe wirklich, dass Sie mir helfen können. Die Angelegenheit ist, wie soll ich sagen, sehr wichtig für mich. Ich hoffe, sie wird meinen bescheidenen Verstand nicht übersteigen. Unten im Salon sind drei Männer versammelt, mit denen ich etwas gemein habe. Ich werde die Geschichte nachher beim Dinner näher ausführen. Was Sie aber zuvor wissen sollten, ich beabsichtige, den Männern einige Fragen zu stellen, die in einem Zusammenhang mit Ellen Landini stehen. Möglicherweise wird aber nicht jeder von Ihnen die Wahrheit sagen. Ich möchte, dass Sie die drei Männer ganz genau beobachten, Mr. Chen. Ich verlasse mich dabei voll auf Ihr Gespür. Möglich, dass Sie meine Fähigkeiten gerade überschätzen, Mr. Ward. Das glaube ich nicht. Ich habe viel über Sie und Ihre Fälle gelesen. Der chinesische Papagei, die Sache mit den verschwundenen Frauen. Nein, Sie sind der Richtige für diese Sache. Ich werde mir Mühe geben, Ihrer hohen Meinung gerecht zu werden. Also gut, wollen wir dann hinuntergehen? Ich glaube, das wird das wichtigste Dinner meines Lebens.